Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Wars. Ich hätte fast Freunde gesagt. Ich habe hier schon mal die Kiste ein bisschen präpariert. So würde ich in den Kampf eigentlich gehen. Wobei, warte mal, wir können ja aus dem hier schon mal TNT craften. Was wir noch definitiv schaffen wollen, ist, wir wollen eine Base bauen, definitiv. Wir wollen definitiv auch eine Falle bauen. Das werden wir aber in der letzten Episode machen, weil Falle darf man natürlich möglichst spät auch erst im Video haben, damit die anderen Leute, sobald PvP aktiviert wird. Und es ist bald an der Zeit, Leute, nämlich in 3 Stunden 30 Minuten, ey, das ist ja gar nicht mehr. Das kann man nicht auch alles abbauen, das braucht man nicht mehr. Dass man das halt, das nicht sieht, ne? Das ist ein bisschen witzlos, wenn du eine Falle baust und jeder weiß schon, dass die existiert, bevor es überhaupt losgeht. Wie viele TNTs können wir denn jetzt hier machen? Wir haben echt gar nicht so viel, leider. Das ist ein bisschen käsig. Denke, ich habe die zwischenzeitlich mal. Kann ich noch eins machen? Ja, eins geht noch. Bumm. Jetzt haben wir drei? Nur 3 TNT habe ich. Ich muss. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. 4. Als ob es das jetzt gewesen ist. Eisen haben wir hier noch. Wir dürfen halt keine Sachen vergessen. Ne? Ich habe hier so viel Kram, ey. Also, ich habe 3 Stacks Pfeile für den Notfall. Wobei, das nimmt mir Platz weg. Wir nehmen 2 Stacks Pfeile. Das nimmt mir sonst so viel Platz weg. TNT. Wir haben Wassereimer, wir haben Lavaeimer. Wir wollen definitiv einen Doppelwassereimer und wir wollen definitiv auch einen doppelten Lavaeimer haben. Das heißt, wir schnappen uns hier schon mal einmal Water. Lava müssen wir uns da mal unterwegs organisieren. So, zack, zack, zack. Wir haben Goldäpfel, wir haben normale Äpfel. Falls Kills Gold droppen, ich hoffe, wir machen Kills, Leute. Enderperlen, eine gute Spitzhacke, das Schild, das rüstet ja aus. Dann haben wir hier mal eine Rüstung, wir haben sehr viel Essen. Wir haben Eisen, wir haben Dias, wir haben guten Stuff. Das Eisen können wir noch reintun. Brauchen wir noch irgendwas anderes? Ich mache mal einen Screenshot für meinen Coach Fabo später. Der carried mich ja anders durch das Projekt. Holy. Ja, sieht ja gut aus, oder? Wir nehmen mal noch 3 Eisen mit, damit ich mir hier noch eine neue Axt kaufen kann. Weil was wir natürlich noch machen können, ist, wir können prinzipiell, abgesehen davon, dass wir eine Falle und eine Base bauen wollen, ich werde dich erledigen, ne? Weiß ich nicht. Können wir noch 2 Sachen machen. Und zwar, einmal können wir mal gucken, ob wir. Ja, kriegt man natürlich nicht, ne? Wobei Federfall 2 ist schon praktisch. Es gibt halt noch Unterwasseratmung. Das ist eine Verzauberung, die hätte ich gerne noch auf dem Helm. Aber die müsste man hier halt auch kriegen. Wir haben aktuell eh keine Level. Das heißt, jetzt ist erstmal. Hier parken wir erstmal Wasser rein vorübergehend. Solange wir hier unterwegs sind, habe ich alles. Ich habe definitiv genug Essen. Ich habe definitiv meine Werkzeuge parat. Ich mache mir, denke ich, noch eine Ersatzspitzhacke. Was natürlich noch ein geiler Gamechanger wäre, ist ein Außenposten. Wenn wir uns da nämlich Bad Omen holen können, dann zurück in dieses Dorf hier gehen, können wir einen Raid spielen und besiegen wir den, also schaffen wir den Raid, beziehungsweise killen wir halt die letzte Welle und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass wir, oder ist okay, dass wir ein Totem kriegen. Totem wäre natürlich auch noch big. Ach, ich glaube, die reden miteinander, weil sie Nachbarn sind. Ich verstehe übrigens ein was nicht, das habe ich noch nie besprochen. Also Rot heißt Nachbar, da ist iCrimex, safe, weil ich habe in der ersten Folge seinen Namen gesehen. Mir hat aber jemand nach der ersten Aufnahme, ich habe mir jetzt aber den Namen nicht gemerkt, ich Idiot, aber auf jeden Fall hat jemand gesagt, dass er auch mein Nachbar ist. Das heißt, er müsste ja dann dort sein. Deswegen ging ich die ganze Zeit auch davon aus, dass ich halt einen Nachbar habe. Aber jetzt habe ich erfahren, beziehungsweise wusste ich es eigentlich auch schon vorher, ich habe in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass schwarze, also schwarze Wand bedeutet Rand. Das heißt, ich habe nur einen Nachbar. Oder der meint mit Nachbar dieses hier, dass er in der Richtung mein Nachbar ist. Das kannst du natürlich haben. Ich weiß auch nicht, ich weiß ja gar nicht, wie die Map aussieht. Das Ding ist ja, das muss mir, vielleicht haben die anderen da so einen Cinematic Shot oder so. Weil ihr müsst ja überlegen, klar, du hast 12 Teilnehmer, das heißt, es sind 6, oder sind es 14? 6 oder 7 Teilnehmer nebeneinander. Das heißt, hier ist keiner. Das heißt, neben mir sind jetzt iCrimex und dann noch 4 weitere oder 5 weitere. Weiß ich jetzt nicht genau. Und das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Jetzt ist aber die Frage, grenzen diese gegenüberliegenden Gebiete unmittelbar an? Also sind die genau aneinander oder gibt es so eine Art Flur dazwischen? Versteht ihr? Das wäre noch gut zu wissen. Es muss aber eigentlich einen Flur geben. Weil es gibt ja das Portal. Das Nether-Portal, was denn da in der Mitte ist. Also muss es eigentlich im Flur geben, so ein kleinen. Aber wahrscheinlich meint er dann, dass er mein gegenüberliegender Nachbar ist. Lava, lol. Einfach ein Lavasee. Ah, warte, ich will aber Wasser behalten eigentlich.
Ich habe auch kein Eisen mit, dass ich... Ja komm, ist Schmutz hier. Wir könnten halt auch... Wir könnten halt auch Obsidian abbauen, ne? Wir könnten unsere Base... Wir könnten natürlich da eine dicke Barbar... Hier war ich safe noch nicht, oder? Soweit war ich noch. Ich habe jetzt halt kein Wasser mehr. Das ist ein bisschen das Blade an der Sache. Wir sollten mal schnell Eisen abbauen, damit wir einen Wassereimer hier noch machen können. Das ist sonst Quatsch. Das ist eine Mine. Ah, Mine ist geil. So, jetzt haben wir drei. Das heißt, wir können einen weiteren Eimer machen. Da parken wir dann einfach mal Wasser rein, wenn wir es finden. Keine Ahnung, ich habe eine Backup-Axt. Keine Sorge. So, weiter geht's. Wo geht's hier lang? Ist das was Interessantes? Arsch viel Eisen. Wir suchen halt noch Gold, ne? Weil wir haben zwar schon Big Goldäpfel, aber mehr ist immer besser. Oh, das hier ist überbig. Hier gibt's viel zu erkunden. Ich war ja noch nicht mal bei der... Hier gibt's arsch viel zu erkunden. Was ist das denn für eine geile Höhle? Gott, wartet. Ah, Lapis. Brauchen halt eigentlich keine Level mehr, ne? Ist eigentlich Quark, brauchen wir nicht abbauen. Wobei, ein paar Level übrig zu haben, ist schon geil. Für Verzauberung halt, ne? Also für... Quatsch. Für Reparieren, meine ich. Glücksspitzhacke nicht vergessen. Was hast du denn hier, Kollege? Ciao. So. Mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Wir haben 0 im Inventar. Abfahrt. Oh, es war nur 1. Wie viel habe ich rausbekommen? 1. Mit Glück 3. Wie kann das überhaupt sein? Man sollte da nie... Ah, Gold. Lecker. Jetzt aber. Gönn. 1. Ja, das sieht gut aus. Das ist ein Goldapfel. Das ist safe ein Goldapfel. Und wir haben rausbekommen 10. Das ist sogar mehr als ein Gold dafür. Warte mal, ich wollte mir doch eigentlich Wasser mitnehmen. War ja nicht gerade eine Wasser? Ah, ja. Ihr meint, ich finde den Weg wieder, wo die Mine war. Ich kann es euch beantworten. Ich finde den nicht wieder. Ich habe so eine schlechte Orientierung. Oh, warte mal. Ich habe einen Spawner. Ich pack's nicht mehr. Ich habe einen Spawner. Das hätte mir locker... Naja, okay, ich habe ihn jetzt halt übel random gefunden, aber... Spawner gibt halt über. Also das wäre auf jeden Fall schneller gegangen als meine Villager-Taktik. Weiß halt ein Spawner logischerweise. Oha, geil. Oh, bitte. Name-Tag. Klar, warum nicht? Komm, jetzt gib mir Wasseratmung. Treue. Ich blende mal kurz die Koordinaten ein, falls wir uns... ich bin gerade verwirrt ein bisschen, so. Danke. Falls wir uns den Spawner merken wollen. Nerv doch nicht. Gott, was ist das denn? Gold, 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 Gold. Okay, ich gehe jetzt hier runter, bevor ich es dann wieder am Ende nicht wiederfinde. Ich Idiot. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir hier alles an Gold mitnehmen. Also nicht vorsichtig, aber aufmerksam eigentlich. Schön alle Ecken auskundschaften hier. Aber mit Auskundschaften habe ich das Problem, dass ich dann immer den ursprünglichen Weg nicht wiederfinde. Ich meine, die Mine haben wir auch einfach verloren. Jetzt keine Ahnung, wo die ist, aber die werde ich niemals wiederfinden. Wir haben auf jeden Fall Gold. Schön mit Glück, nicht vergessen. Ein Gold, danke für absolutely nix. Wir haben 11 Gold. Weiter geht's. So, wo haben wir jetzt hier Gold? Wir haben über Big Lava, ey. Ich frage mich, ob man hier einen Warden ranholen kann. Das wäre auch geil. Du bringst einfach so einen Warden. Ah, Dias. Du bringst so einen Warden in die Mitte einfach. Das wäre auch brutal, ey. Boah, das waren 4 Dias. 7 aus 2 Dingern. Glück 3, sei Dank. Jetzt gönnen. Wir haben 11. Weiter geht's. Boom. 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 Oh, das ist ein Goldapfel. Damit könnten wir auf 3 Goldapfel pieken. Wir brauchen nur 24 Gold, wenn ich gleich E drücke. 24 Leute brauchen wir für 3. 24 sind genau 24. Geil. 3 weitere Diamanten. 3 weitere Goldäpfel. Ich will auf jeden Fall, egal ob ich jetzt irgendwie da was reiße oder nicht im PvP, ich will auf jeden Fall den Titel haben mit der Person, die die meisten Diamanten gefunden hat. Aber ich glaube, dieser Spot ist mir anders sicher. Weil ich sage euch ehrlich, ich müsste jetzt inzwischen bei 100 sein. Nein, nee, bei 100? Bin ich bei 100? Nee, ich bin nicht bei 100, ne? Aber ich habe schon arsch viele gefunden. Ich müsste bei 70, müsste ich safe sein. So, da oben ist noch Gold. 2x ist da oben Gold. Aber wenn du da von dem Skelett runtergeschossen wirst, dann wirst du auch nicht mehr glücklich. Ich habe ja meine Dia-Rüstung nicht an. Ich will dir halt irgendwie sagen, dass ein paar Leute gefragt haben. Okay, das habt ihr in der ersten Folge gefragt. Jetzt gebe ich natürlich die Antwort ein bisschen spät. Weil heute kam tatsächlich die erste Folge übrigens. Ich trage die Sachen nicht und ich benutze die Sachen nicht, weil ich die nicht verbrauchen will. Ich brauche die ja nicht. Ich benutze die natürlich erst für PvP. Jetzt schon mit einem Dia-Schwert rumzurennen oder mit einer Dia-Rüstung oder so, ist ja Quark. Die wird einfach nur verbraucht. Ich habe keinen Reparatur, werde hier auch keine Reparatur bekommen, weil dazu musst du halt einfach die Villager breeden und dann mit Lesepult immer wieder resetten. So einfach mit Standard-Enchanting Reparatur zu bekommen, ist halt, Bruder, also, ich meine, ist schon möglich, ne, aber
Da wünsche ich immer viel Spaß bei der Ausdauer und bei dem Levelverbrauch. So, wir gehen da mal runter noch gleich. Ich kill kurz das Skelett hier noch. Weil guck mal, wie heftig meine Eisenrüstung verbraucht ist, die ich hier trage, ne? Und das wär, hat alles meine Dia-Rüstung dann abbekommen. Das wollen wir natürlich so nicht. Ach, warte, ich muss ja diesen... Warte mal. Ich hole mir vorher den Dia hier noch. Junge, was ist denn mit den Skeletten los? Ey, warte mal. Da ist die Mine. Die wir ursprünglich gefunden hatten. Weil das Holz habe definitiv nicht ich da platziert. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hochgrabe... Ich bin doch ein... Aber das hier, die Border. Verdammt. Aber das... Also das ist schon die Mine, denke ich. Das ist safe dieselbe Mine. Aber wir sind hier halt... Aber das ist halt auf seiner Seite. Das ist auf Icrimex Seite. Nicht auf meiner. Bringt mir natürlich so gesehen nichts. Schade, ich dachte, ich habe da anders das System gedribbelt, ne? WarmLG, wenn ich treffe, müsst ihr liken. Ihr kennt die Regeln. Ah, müsst ihr jetzt ja auch liken, Leute. Ich mach die Regeln nicht. So ist es. Ah! Ha! Geil! Ich bin wieder am Anfang. Achso, weil Tag ist. Sagen wir so, brennt der. Ich habe eine Idee jetzt noch spontan gehabt. Wir sammeln mal noch ein bisschen Redstone ein, denn ich habe ja genug Tee. Ich könnte eine TNT-Kanone auf meine Base bauen. Ich weiß, da werde ich höchstwahrscheinlich jetzt keinen hitten. Also wenn ich damit einen Kill mache, Alter, dann spendiere ich euch allen einen Tester. Warum nicht Tee? Gehe ich damit gerade. Aber es wird halt einfach so einen coolen Eindruck machen. Es reicht ja, wenn man einen Tee... Ah, meine Spülmaschine ist fertig, seht ihr? Ich habe jetzt schon länger mein Inventar nicht mehr geöffnet, glaube ich, oder? Wie viel Gold habe ich? Was denkt ihr? Was denkt ihr, wie viel Gold habe ich jetzt gerade? 64! Ein Stack! Und wir sind noch nicht am Ende. Alter, ich habe so viele Goldäpfel da, ne? Und wir sind in einer Mine, meine Freunde. Haben wir das auch noch abgehakt? Oh, ich dachte, da ist ein Goldblock irgendwie random. Also ich habe mich da auch gewundert, warum soll der jetzt ein Goldblock sein, aber... Bitte... Alter, was ist das denn? Das war die krankste Kiste. Das Minecart können wir mitnehmen. Das ist gut für eine Falle. Ich weiß nicht, ob wir es... Ja, es ist halt eine Güterlore, ne? Aber gut, egal, wir nehmen es trotzdem mal mit. Schienen kannst du safe auch gebrauchen. Nehmen wir auch mal mit. So. Aber ich will jetzt hier... Also war schon geil. Goldapfel for free, ne? Ein paar Diamanten, auch geil. Geile Meile. Aber jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn ich hier jetzt gar kein... Gold noch finde. Da ist noch eine Kiste. Geil. Um uns. So. Bewacht von einem Zombie. Was haben wir drin? Oh, einen zweiten Nametag. Ich weiß ja nicht, was ich die jetzt hier gebrauchen kann, aber wir nehmen sie mal mit. Ne? Mann, hier muss doch irgendwo Gold sein. Das ist so ein dickes Höhlenkonstrukt hier. Noch eine Kiste. Ist verboten, aber wir nehmen ihn mal just for fun mit. Also ist nicht verboten, ihn zu haben, ist es verboten, ihn zu essen. Machen wir natürlich auch nicht, aber just for fun nehmen wir den trotzdem mal mit. Ich habe ihn da schließlich gefunden, da will ich ihn auch haben, ne? Ist das hier? War ich hier schon? Ja, ich denke, hier waren wir schon. Ja, gut, Leute, ne? Goldapfel haben wir rausgezogen, Padias haben wir rausgezogen. Ist okay, besser als nichts, ne? Komme ich denn jetzt da hoch? Das sind aber auch... Was sind das denn für Ketten? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir... Nee, warte mal. Welche Richtung muss ich denn? Ja. Wir müssen halt 4000 Blöcke laufen. Das ist halt nichts. Ich glaube, das läuft in 20 Minuten oder weniger sogar noch. Gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja wirklich noch einen Außen... Wir haben ja sehr viel Glück. Wenn wir jetzt einen Außenposten finden, eine Raid machen und einen Totem kriegen, das wäre wirklich unverschämt schon fast. Da ist noch ein Dorf. Hä? Mich würde mal interessieren, ob die Map Generation... Also die Seed Generation, ob sie die manipuliert haben, dass mehr Dörfer spawnen, wird natürlich so gesehen Sinn machen fürs Projekt. Haben sie jetzt aber nicht vorher gesagt, weil ich habe ja jetzt das vierte Dorf schon. In 4000 Blöcken habe ich vier Dörfer. Ich habe alle 1000 Blöcke ein Dorf gefunden. Ich würde mal behaupten, das ist eine sehr unrealistische Quote. Ich habe ja in der ersten Folge schon zwei Dörfer allein und dann später... Halt nochmal mehr, also dann später jetzt noch eins, also unser Hauptdorf, was sie die ganze Zeit benutzt haben. Glocke nehmen wir mit, klar. Und jetzt halt nochmal das hier. Also das ist doch, das kann nicht sein, oder? Und wieso hat keins dieser Häuser eine Kiste? Oh, warte, da können wir was probieren. Hat der ein Brot-Trade? Das hätten wir uns nämlich goldene Karotten von dem ziehen können noch. Das wäre auch noch geil gekommen. Wir nehmen auf jeden Fall da hinten das Weizen auch mit. Ich meine, nicht, dass wir es bräuchten. Wir haben ungefähr 500 Gür gehabt. Aber nehmen es trotzdem mal mit. Wenn er nämlich den Brot-Trade gehabt hätte, hätten wir ihn dann mit den
Weizen, was wir hier halt im Dorf gefunden haben, hochtraden können. Und in der finalen Stufe kriegen die oder können die goldene Karotten kriegen. Und das wäre natürlich auch, ich meine, so gesehen brauchen wir es eigentlich nicht. Ne? Wir haben essenstechnisch da wirklich orbital ausgesorgt. Aber ich würde sagen, wir latschen noch eine halbe Stunde, 20 Minuten, würde ich sagen. Gehen wir noch ein bisschen gucken. Ich hoffe ja darauf, ne, dass wir, dass ich aber den Spawner gefunden habe, ist unverschämt. Ne? Ich hatte ja wirklich jetzt alles. Ich hatte Dörfer ohne Ende. Ich hatte Spawner. Ich habe einen OP-Goldapfel. Okay, darf ich nicht benutzen. Aber ich habe Dias ohne Ende, Alter. Ich hatte mit den Villagern auch so, was die an Trades bekommen haben, verhältnismäßig Glück. Die Bogner haben halt immer den Stick-Trade bekommen, ne? Hätte schon blöder laufen können, sag ich mal. Hab ich einen Sattel? Nee, ich habe keinen Sattel, ne? Bruder, auf einem Pferd da angaloppieren zu kommen, in der ersten PvP-Folge, das hätte auch wirklich Deluxe-Style. Ich weiß auf jeden Fall, das Standards, also naja, der trollt natürlich auch gern. Der hat doch geschrieben, dass in der ersten Folge wohl die ist. Was er nicht war, wie ich jetzt inzwischen weiß, weil die Folge online ist. Aber der meinte, der hat einen Raid gemacht und ein Totem gefunden. Also bekommen als Drop. Das sieht nicht sehr viel vielleicht. Doch. Sehr vielversprechend. Jetzt müssen wir Platz schaffen, weil wir haben ja tatsächlich über einen Stack. Also Abfahrt. Ein Gold. Das habe ich jetzt aufgesammelt da. Für ein Gold habe ich das jetzt gemacht. Oh Mann, ey. Wenn ich MLG hitte, müsst ihr liken. Ich meine, hättet ihr schon machen müssen, aber... So, Redstone haben wir auch. Habe ich gar nicht aufgesammelt, ne? Was ist das denn? Mann, ich habe auch so viel Kram, ey. Können wir ein bisschen Redstone mit Glück hier. Let's go. Ja, okay. Ich bin jetzt hier für... Ich weiß nicht, wie viel Gold ich jetzt gedroppt habe von dem ein Gold. Aber ich bin dafür 1-2 Gold jetzt hier runter. Das ist natürlich auch Quark. Aber die Höhle geht hier weiter. Oder diese 1,19 Höhlen, ne? Die sind aber auch anders. Oh, der hätte auch Lava sein können. Wenn ich da jetzt wieder runtergehe, finde ich doch nie wieder zurück. Ja, dafür bin ich runtergegangen. Guckt es euch an. Ja, da geht es halt auch hinten weiter, aber habe jetzt auch nicht mehr unendlich Zeit. Gold, wirklich, in der hintersten Müllecke, Alter. Nice, 2. 3. Ich glaube, das war's, ne? Ja, 3. Möchten Sie bitte Gold aufsammeln oder sagen Sie keinen Bock oder wie? Danke. So, wie viel haben wir jetzt? Nochmal 12 weitere. Okay, ist geil. Kommt da jetzt ein Ozean-Biom oder wie? Ich glaube, Tatsache. Ich kann doch mein Biom sehen. Jetzt sind wir gerade in Plains. Nee, das ist kein Ozean. Das ist einfach nur See. Okay, dann drehen wir um, Leute, würde ich sagen. Bereiten wir uns vor. TNT-Kanone, Base, Falle. Und mein ganzes Zeug vom Dorf mitnehmen. 3000 Blöcke vom Spawn entfernt. Wir sind bei unserem Heimatdorf. So. Jetzt bereiten wir nochmal alles vor. Braten das Gold. Machen hier noch. Ja, die letzten beiden Betsys, die können ruhig bleiben. Junge, ich habe hier wirklich aber auch gleichzeitig so eine Bienenfarm gemacht. Ne? Irgendwie unabsichtlich. Das ist auch wild eigentlich. So, hier unsere Öfen müssten alle präpariert sein. Bam, bam. Dann hier. Boah, ich habe arsch viel, ne? Den Amboss nehmen wir mit, klar. Die Öfen nehmen wir dann auch mit, wenn das fertig geburnt ist. Ja, das ist hier halt alles, ne? Wir haben wirklich ein bisschen Platzprobleme. Passt mal auf, wir müssen jetzt hier mal aufräumen. Also, nehmen wir mit. Lapis, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir. Ja, das Quatsch, dürfen wir eh nicht benutzen. Nehmen wir nicht mit, nehmen wir Platz weg. Also, wir können noch ein bisschen TNT craften. Hab ich hier noch irgendwo Sand? Ne, habe ich alles aufgebraucht. Dann fahren wir nochmal kurz. Alter Schwede, ich bin schon überstrong ausgerüstet, ne? Die Eisenrüstung. Sie hat einen super Job gemacht. Aber jetzt müssen wir sie loswerden. So, Wassereimer. Okay, sortieren müssen wir jetzt erstmal nicht. Erstmal Schmutz. So. Bogen. Testschuss. Geil. Guti. Das brauchen wir tatsächlich auch nicht. Hier nehmen wir noch ein bisschen Gold raus. Machen noch ein paar Äpfel. So, habe ich jetzt irgendwas, was ich hier noch brauche. Ein Kessel für Nether löschen. Kann man gebrauchen vielleicht. Ne? Mal gucken. Lapis können wir noch auf den Stack machen. Redstone nehmen wir mal einen Stack mit. Ansonsten brauche ich, denke ich, hier nichts großartig. Brauche ich hier irgendwas? Nee. Nö. Und... Die letzte Folge vor... Bevor es jetzt ein bisschen mehr Action gibt, wir laufen jetzt Richtung Spawn.
bauen eine Base, bauen eine TNT-Kanone, bauen vielleicht eine Falle. Ich bin sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos, würde ich mich auch sehr freuen. Klickt auf das Video, dann kommt ihr direkt zum nächsten Video. Ne? Und dann sehen wir uns gleich da. Euer Benson. Ciao.